die Sonne ist da. Der Bach, der neu gestaltet worden ist, ist ein ganz großes Projekt. Dann das Leutehaus, der Umbau, die diversen Pflasterarbeiten, die in Eigenregie gemacht worden sind. Wir sind gut vorbereitet, gar keine Frage. Wir waren am Landeswettbewerb gut vorbereitet. Wir haben vielleicht noch so einiges optimiert. Insofern bin ich ziemlich sicher, dass da heute nicht ganz viel daneben gehen kann. Achso, Herr Pia, komm mal. Ja, nach Kreis und Landeswettbewerb hat sich unser Dorf lange auf diesen Tag vorbereitet. Wir werden ihn in den kommenden 3 Stunden Projekte präsentieren. Sie werden ganz schnell feststellen, wir Rothmarer wollen gemeinsam Erfolg für unser Dorf. Ich bin fest überzeugt, dass es den Rothmarern heute gelingen wird, sich von der allerbesten Seite zu zeigen und für Rothmar nachzuweisen, unser Dorf hat Zukunft. Man spürt da gleich etwas, wie so ein Tag ablaufen kann. Das sieht man den Menschen schon an. Die sind natürlich nervös, das ist ja klar. Wir auch ein bisschen. Aber man merkt, dass sie voller Erwartungshaltung selbst sind. Und ich glaube, da erwartet uns heute auch ein bisschen. Die Schweinehaltung im geschlossenen System. Durch die typische Einzellage der Höfe hier im Münsterland ist diese wunderbare münsterländische Parklandschaft über Jahrhunderte entstanden. Die Landwirtschaft in Rothmar ist ein starker Wirtschaftsfaktor und hat eine herausragende Bedeutung für den Ort. In Rothmar gibt es ca. 100 landwirtschaftliche Betriebe. 10 bis 12 Auszubildende in Abschnittsstufe werden jedes Jahr ausgebildet. Der Biotope ist in den 80er Jahren bei der Flurbereinigung mit einer Gesamtgröße von 12 Hektar angelegt worden. Ich bin gestern nach Rothmar gezogen und gehe ab morgen in eure Klasse. Aber eure Schule hat so einen komischen Namen, Dächern-Wessing-Schule. Und die Straße, in der ich jetzt wohne, heißt genauso. Aber wer war denn dieser Dächern-Wessing? Vor 84 Jahren ist der Pastor in Rothmar geworden. Und wie lange war er in Rothmar? Er war 10 Jahre Pastor hier, dann wurde er verhaftet. Als Dächern-Wessing tot war, wurde seine Leiche verbrannt. Die Asche wurde heimlich nach Rothmar gebracht. Jetzt ist sie in einer Urne hier im Friedhofskreuz. Dächern-Wessing war ja wirklich ein wichtiger Mensch. Jetzt verstehe ich auch, warum die Schule und die Straße nach ihm benannt sind. Vor der Pustenblume. Das ist eine Spielgruppe e.V., eine Elterninitiative, eingerichtet für Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren. Ebenso befindet sich auf diesem Gelände eine alte Scheune, die aus einer umliegenden Bauernschaft stammt und hier originalgetreu wieder aufgebaut wurde.
Anfang der 70er Jahre entstanden, ging der typische Parkcharakter mit der Zeit zunehmend verloren. Was so nur durch eine gute Zusammenarbeit der Rothmacher Vereine, dem Kreis und der Stadt Warndorf und nicht zuletzt mit 950 Stunden ehrenamtlicher Arbeit des Kegelclubs ermöglicht wurden. Ich begrüße Sie recht herzlich hier am neuen Feuerwehrgeräthaus an der Dächern-Wessingstraße in Rothmar. Wir sehen hier anhand dieses Planes unser Ortskern. Wir sind hier in der Erde Erdkabel versenkt. Sehr geehrte Mitglieder der Bewertungsjury, der Sportverein ist mehr als der Zusammenschluss der fünf Abteilungen, die Sie hier auf diesem Gelände sehen. Wir bieten an Fußball, Tischtennis, Volleyball, Tennis und Breitensport. Eine große Herausforderung in der heutigen Zeit besteht sicherlich in der Integration von ausländischen Neubürgern jeglicher Kultur. Einfach wenn alle durch zur Musik. Und unser Sport, den singen wir. Spielen wir hier im Rothmar an die Kaffee. Spielen wir hier, die Löcher sind schön. Experimentiertische eingebaut. Und diese Idee kam nicht von den Fachplanern, sondern von den Grundschul- und Kindergartenkindern. Wir machen natürlich auch nicht nur solche Projekte wie diese Wege. Nein, wir organisieren auch unsere Tannenbaumaktion, bei der wir alljährlich alle Tannenbäume einsammeln. Wir möchten das Leutehaus mit L
zum Leutehaus mit E umnutzen. Die Stadt Warendorf als letzter Eigentümer hat uns das Gebäude zum symbolischen Kaufpreis von 1 € überlassen. Rotmar ist schon beeindruckend, Schwester, ne? Wir freuen uns, weil Holtmar ist ein schönes Dorf. Und wir alle Holtmacher sind sehr nette, freundliche und fürsorgliche Leute. Ich bedanke mich Ihnen. Ich bedanke mich Ihnen herzlich im Namen aller Holtmacher Flüchtlinge. Wir haben einen Garten, wir haben ganz viele Anklüssen und Kartoffeln und Gemüseplan. Ich bin Emil, komme aus Serbien. Jeder Flüchtige hat eine Fahrrad von Knolli bekommen. Wenn es kaputt ist, helft er uns in unsere Fahrradwerkstatt zu reparieren. Insgesamt gibt es in Rotmar 27 Baudenkmale. Da sind zum Teil Gebäude wie die Kirche, die Kapelle Bodenbaum. Hier in der Lambertuskirche möchten wir Ihnen jetzt vorstellen, was wir als Kirchengemeinde dazu beitragen, dass Rotmar ein Dorf mit Zukunft ist. Und das Ganze haben wir unter das biblische Leitwort gestellt: Ein Volk ohne Visionen geht zugrunde. Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, dann kommt die Kirche zu den Menschen, zum Beispiel in die Kneipe. Zwischen Stammtisch, Theke und Bierglas, gleich gegenüber, unser Gottesdienst. Die Schützen treten an. Schützenbataillon, Stillstand! Fahnen schmücken die Straßen, Blasmusik, Pferde und Kutschen. Es ist Schützenfest im Dorf. Das Fest des Jahres, an dem der ganze Ort, alle Generationen zusammen auf dem Sportgelände des SC Rotmar feiern. Wir sind mit ca. 900 Mitgliedern der zweitgrößte Verein im Dorf. Haben mittlerweile 2 Gewerbeshows organisiert mit sehr, sehr großem Erfolg. Sie sehen jetzt hier links und rechts unsere Gewerke, die wir hier letztendlich präsentieren. Ich habe ja geahnt, dass heute ein besonderer Tag bevorsteht, als wir vorhin zu Ihnen in das Dorf kommen durften.
Und ich sage Ihnen ehrlich, so etwas wie bei Ihnen habe ich noch nie erlebt. Ich habe die Freude, diesen Wettbewerb nunmehr schon seit 2002 mitzubegleiten. Das ist für mich die fünfte Rundreise durch Deutschland. Ich habe schon ganz, ganz viele Dörfer gesehen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Jury. Aber sowas an Bürgerbeteiligung wie bei Ihnen hier in Hotmar, das hat es bei uns nicht gegeben. Vorhin hat einer der Jurymitglieder zu mir gesagt, haben die 5000 Einwohner? Also die Frage der Zukunftsfähigkeit für dieses wunderschöne Dorf stellt sich für mich überhaupt nicht mehr. Ich habe nach einer Viertelstunde aufgehört zu schreiben in mein Notizbuch, weil ich konnte das gar nicht alles so schnell hinkriegen. Das war so viel und dafür sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank für diese immense und enorme Arbeit, die Sie sich gemeinsam für diesen Tag heute gemacht haben. Ich bin im Grunde genommen sprachlos. Ich finde, Sie haben das so wunderbar umgesetzt, was wir eigentlich von dem Dorfwettbewerb erwarten. Und all die Sachen, die Sie so mit Herzblut erfüllen, ich denke an die Renaturierung, ich denke an die Begeisterung, mit der Sie den Weg gemacht haben, den Dorfplatz von den Keglern neu gestaltet haben. Mir gefällt die Verknüpfung von Schule mit Sportverein, die Trägerschaft im Nachmittag hinein. Ich kann gar nicht alles sagen. Und das Papier, das die Kirchengemeinde aufgelegt hat, was müssen wir tun, um Kirche für die Gemeinschaft wieder attraktiver zu machen? In den Friseurladen zu gehen oder in der Kneipe für Jesus Christus zu werben. Das sind tolle Sachen. Und als wir eben aus der Kirche herauskamen, liebe Schützinnen und Schützen, ich habe eine Gänsehaut gehabt, als wir durch euer Spalier gehen durften. Mithin, ich kann das gar nicht alles sagen, aber ich bin immer nach der Suche nach dem idealtypischen Dorf. Und wenn ich wohin ziehen würde, ich würde nach Hotmar ziehen. Super, einfach toll. Wir machen weiter. Das war heute eine Präsentation, die war wirklich einmalig. Ich glaube, wir haben auch bei der Bewertungskommission einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie der letztendlich seine Abschlussrede gehalten hat, genau das hat es getroffen auf den Punkt. Das ist ein Dorf, das lebt, sagt er, und er würde gerne hier wohnen, wenn er mal ins Dorf zieht. Mehr kann man nicht überlangen. Ob es denn wirklich so klappt, weiß ich nicht. Man darf natürlich nicht vergessen, von den 2500 Dörfern, die zu Anfang gestartet sind, sind nur noch 33 dabei. Und ich muss sagen, alle Hotmarer sind auf die Beine gewesen und mehr können wir auch nicht. Aber wir haben alles gegeben. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das reicht. Und da freuen wir uns, da machen wir eine Riesenbete. Und wehe dem, der immer nur sagt, die Städte sind stark, wird hier in Hotmar eines Besseren belehrt. Ihr seid ein Paradebeispiel für ein Dorf, wie ich es mir vorstelle. Alles Gute, Hotmar. Und ich erinnere gerne in dieser Gelegenheit, weil es so emotional für mich selbst auch ist. Und mit der Einigkeit fängt unsere Nationalhymne an. Denkt an die ersten Worte. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und das ist das Fundament, auf dem wir uns bewegen. Und so soll es immer hier in Hotmar sein. Gott schütze diesen wunderbaren Ort. Thank you.